Ja, wir wollen uns einerseits damit auseinandersetzen, wie kann Liebe in der Wirtschaft gelingen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Was ist schon bekannt und was braucht es noch? Und in Fortführung der der Become Love Festivals, die ja schon waren, wissen wir, es braucht doch bestimmte Orte, es braucht Zentren. Mike hat es liebevoll Herbergen genannt, ja, in denen wir quasi ein Übungsfeld haben, in denen wir unter optimalen oder unter guten Rahmenbedingungen die Möglichkeit haben, hier Liebe, die Herzensqualität zu lernen, zu üben. Und da gibt es eben schon einige dieser Orte, von Lebensgut Pomritz beginnen. Und ich möchte diese Zentren, diese Plattformen in den Mittelpunkt der Welt rücken. Und wir brauchen, um hier auch eine Wirkung zu erzielen, etwas, was uns verbindet, ja, Co-Kreativität, auch in den einzelnen Zentren. Und da werden wir uns unterhalten, ja, wie kann so ein roter Faden ausschauen, wie kann etwas Verbindendes ausschauen. Das heißt, vom Ablauf, wir werden jetzt, wir dürfen uns freuen, auf Impulse von Menschen, die schon erfolgreich Konzepte in ihrem Wirkungsbereich umgesetzt haben. Kurze Impulse, ich darf alle Impulsgeber ersuchen, 5 Minuten. Hier die Essenz ihrer Erkenntnis, ihres Wirkens einzubringen. Danach freuen wir uns auf eine musikalische Entschleunigung, um all das, was wir gehört haben, auf uns wirken zu lassen. Und Helena und Florian werden uns hier musikalisch einstimmen für 2 Gruppendiskussionen. Die eine Gruppe beschäftigt sich eben mit dem Thema Liebe in der Wirtschaft. Was braucht es? Was braucht es noch? Die zweite Gruppe beschäftigt sich eben mit den Herbergen. Wo können wir hier gemeinsam ansetzen? Ja, um 11.45 Uhr kommen wir dann hier im Plenum wieder zusammen, um die wesentlichen Erkenntnisse, Ergebnisse der beiden Gruppen zusammenzubringen, um hier einen Handlungsleitfaden, wie sagen wir so schön in der Wirtschaft, einen Maßnahmenkatalog, eine To-Do-Liste zu erstellen, damit das, was hier ja, in all unseren Herzen jetzt vorhanden ist, auch in der Wirtschaft umgesetzt werden kann. Das ist so der Leitfaden für den heutigen Vormittag. Ja, und ich freue mich eben auf die Impulse, auf die Inspiration, wo schon sehr, sehr vieles auch da ist. Ich darf ganz kurz auch hier mich vorstellen. Andrea Ristl, mein Name, und was ist so mein Zugang? Was bringe ich jetzt hier in Vormittagseinheit ein? Ja, zunächst einmal die große Dankbarkeit, dass ich in einer großen Non-Profit-Organisation, ich war für 4.500 Mitarbeiterinnen verantwortlich, sehr viel lernen durfte. Wir haben in einer Non-Profit-Organisation so den 10. Zweck des Unternehmens, das war ganz klar. Wir haben Rahmenbedingungen, ja, mit knappen finanziellen Ressourcen eine Produktivität zu sichern und eine Entwicklung zu sichern. Das war auch klar. Das heißt, was ist das Wesentliche? Es ging darum, wie können wir die Arbeitsbeziehungen so gestalten, dass Innovation und Kreativität jedes Einzelnen und der Gesamtorganisation möglich wird, dass das gefördert wird. Ja, und da gab es viele Lernerfahrungen und dann gab es einen Moment, wo eben dieses Geben in einer Non-Profit-Organisation, ja, gibt man auch gerne viel, ja, wo dieses Geben einfach einmal zu viel war, dann hat es Bumm gemacht, ich war bewusstlos und habe dann festgestellt, okay, jetzt war ich für mich auch nicht sorgsam. Und was fehlt? Es fehlt die Ganzheitlichkeit. Es fehlt der Einklang Körper, Geist, Seele. Da habe ich etwas übersehen, da habe ich etwas ausgeblendet. Und mit diesen und weiteren Erkenntnissen habe ich dann ein Unternehmen gegründet, das heißt Heart to Business. Wir stärken den Herzschlag jedes Einzelnen.
Wir stärken den Herzschlag jedes Einzelnen, um Liebe als Herzensqualität hier zu bilden. Wenn wir wirklich glücklich sein wollen, wir brauchen die Selbstlosigkeit, wir brauchen die Hingabe, wir brauchen die Überwindung von Trennung und Abgrenzung und Ausgrenzung, wir brauchen die Öffnung, um hier ein anderes, inneres Gefühl zu haben. Ja, das ist auf der individuellen Ebene und da wir stärken mit Heart to Business eben auch den Herzschlag des gesamten Unternehmens, damit eben gelingende Arbeitsbeziehungen stattfinden können, dass Menschen nicht ausbrennen und dass wir den Engagementgrad, die Motivation, das innere Feuer aller gut entflammen können. Dazu haben wir ein digitales Tool, das Heart to Business Portal, wo eben die Potenzialentfaltung überall möglich ist, 24/7. Und der Schwerpunkt, auf den wir uns konzentrieren, ist den Erhalt und die Förderung der seelischen Gesundheit. Ganzheitlicher Aspekt, seelische Gesundheit ist einer unserer Schwerpunkte. Und dann braucht es die Verknüpfung eben mit besonderen Orten. Und da haben wir zum Beispiel in Österreich den Burgenland-Salon, wo Ingrid, die dann auch einen kurzen Impuls gibt, ihren Wirkungsbereich hat. Und ich habe die Waldvilla in der Steiermark. Das ist der Platz, wo ich aufatme, wo wir eine schöne Umgebung anbieten, wo man mitten in der Natur ist, mit Glasfenstern hinaus sieht, also man spürt und fühlt die Natur, den Raum der Stille. Und das ist der Platz, wo ich versuche, ein Leben im Einklang mit der Natur zu leben, um hier ja, weiterhin gut wirksam sein zu können. Ja, das möchte ich gerne jetzt hier in die Runde mitgeben und freue mich jetzt auf die weiteren Impulse. Dazu möchte ich maximal 4 Fragen an jeden Einzelnen stellen und versuche 5 Minuten, und ich werde auch hier der Timekeeper, die Timekeeperin sein, dass wir alle in der Runde jetzt